1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das läuft echt super mit den Teilen. Ich bin echt zufrieden. Dann baue ich hier gleich nochmal das gleiche Spielchen sozusagen. Und zwar mit denen aus Port Effort. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach du Scheiße, nochmal so viel. 9 Stück. Das sind ja gleich noch mehr. Hilfe. Gott sei Dank sind die relativ platzsparend, die Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ziemlich hässlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß, dass das jetzt pottenhässlich ist, was ich hier baue. Aber das soll ja eigentlich nur funktionieren. Das ist jetzt sehr doof. Warum kann ich jetzt hier nur 4 bauen? Muss ich irgendwie umdisponieren hier. 5. Ja, immerhin besser. Immerhin besser. Kriege ich hier noch welche hin? Müsste eigentlich klappen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klappt wunderbar. Ich bin zufrieden. 3, nein, das mache ich anders. 5. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Ach, ich baue mal hier ein Statistikzentrum. Das ist ja, das kann man hier so nicht anbieten. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Biopolymer. 3 Omega-Fettsäuren, 13. Wir brauchen... Sekunde, lasst mal nachdenken. Modul fertiggestellt. 17, oder? 17, ja. Oh! Wo ich das gerade sehe mit der Modulproduktion, wir haben ja hier noch ein Problem. Ich glaube, kann das überhaupt löschen, das U-Boot? Ich hoffe es. Nein, das kann nicht löschen. Puh. Warentransport auf Handelsroute negativ. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche irgendein Schiff, das löschen kann. Irgendein untätiges Schiff, das Kommandoschiff hier. Schnell. Schnell, 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 schnell. Gas, 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 Gas. Gib Gas, Schiff. Wir brauchen dich. Oh, oh, jetzt aber schnell. Das hält nicht mehr lange durch. Alarm. Ölkatastrophe schädigt Küstenregion. Zu spät. Aber ich kann wenigstens meine Ölplattform noch retten. Gott sei Dank. Warentransport auf Handelsroute. Ölpest ist hier ja nicht sonderlich tragisch, weil hier ja sowieso keine Inseln in der Umgebung sind, die direkt betroffen werden könnten. Insofern macht das jetzt mal nichts. Hallo, lad mal das rüber. Ach so, ich klicke die ganze Zeit auf die Ölplattform, ich depp. Derp. So, hier muss ich jetzt weitermachen. 17 Stück brauche ich. Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? Na? Alter, ich bin hier zu doof. Sekunde. Ja, ja, 17 stimmt schon. Ich bin übrigens nicht sonderlich gut im Kopfrechnen. Voll Techniker, für Techniker super, auf jeden Fall nicht gut im Kopfrechnen zu sein. So, brauche ich also praktisch noch 4 Stück. Ich glaube, das wird nichts. Das kann ich gleich abbrechen. Mache ich lieber so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, na toll. Schon wieder keine Baustoffe mehr. Produktion der Baustoffe natürlich. Jetzt fange ich schon stottern an. Was zum Teufel? Echt schlimm mit dieser Sprache, vor allem in Bayern. Also, geht ja mal gar nicht. So, Beton brauche ich. Stahl brauche ich. Ein Werkzeug nehme ich auch mal mit. Ein Bauzeug. So, dann müssen wir hier langsam mal irgendwas machen. Negativ. Weil das Biopolymer nicht, Entschuldigung, das Omega-Fettsäurezeug wird jetzt hier gebraucht, hier produziert. Die produzieren ja sowieso nichts momentan. Die können weg, die kommen dann drüben hin. Ich brauche auf jeden Fall auch noch drüben mehr Fettschmelzen. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele. Das kann ich dann eigentlich abreißen, weil hier sowieso nichts mehr für das produziert wird. Brauche ich momentan nicht. Ich brauche nur hier 5, glaube ich, waren es. 5 Fettschmelzen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kunst muss ich, okay. Chemiefabriken sind es, okay.
Das sind nur die Fettschmelzen, oder? Genau. Brauche ich aber erst die Rohstoffe für. Ne, da brauche ich viel mehr Fettschmelzen. Hier ja, im Port Effort sind ja auch noch welche. Die kann ich dann eigentlich auch abreißen. Langsam mal. Produktionen habe ich ja sowieso keine mehr für die Hüllen. Da müssen die Tycoons auch mal kurz auf ihre Medizin verzichten. Haben sie hoffentlich auch kein Problem mit. Hoffentlich, wie gesagt. Bei den Tycoons weiß man das ja nie. So. Ein Marktplatz kann weg. Der andere muss da bleiben. Ne, muss eigentlich nicht. Ist ja hier genug Einflussbereich. Passt ja. Dann kann die Route eigentlich auch mal weg. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Ne, die kann nicht weg, aber die Fettsäuren können weg. Deshalb kann Port Effort auch aus der Route rausfallen. So, dann braucht sie nicht mehr so ewig. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Läuft alles eigentlich ganz gut. Bisher. Jetzt haben wir eigentlich auch schon fast alle Inseln besiedelt. Das ist natürlich cool. Ich brauche noch zwei, glaube ich, von den Teilen jetzt, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt natürlich suboptimal, was ich gemacht habe. Warentransport auf Handelsroute negativ. Ne, das geht auch nicht besser. Na toll. 4, 5 Stück. Naja, das ist halt eine Produktion nicht so optimal. Macht jetzt auch nicht so viel, finde ich. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht mehr. Na toll. Jetzt brauche ich Fettschmelzen. Sehr viele Fettschmelzen sogar. Die Teile meine ich. Wie auch immer die wieder heißen. Ich habe schon wieder vergessen. Kurz der Gedächtnisforderung. Ich baue jetzt hier aber erstmal. Das wird jetzt eine fette. Fette Zentrale. 1, 2, 3, 4. Na toll, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich wollte den eigentlich so haben. 4 Stück haben wir schon mal. Das heißt, hier wird jetzt erstmal produziert. Wir müssen dann auch noch irgendwo die Pharmazeutika-Teile hin. Wo habe ich eigentlich die Pillen? Da. Die muss ich dann auch ausklinken hier. Da kommt dann eine neue Route. Pillen. Und die führt so. Ist auch irgendwie logisch. Wie soll sie sonst führen? Na. Passt schon. So. Habe ich ein Schiff übrig gerade, das ich schon mal schicken könnte? Kalypso, Containerschiff? Nein. Containerschiff? Nein. Kommandoschiff? Nein. Kolossus? Nein. Trimaran? Nein, weil ich den noch brauche. Also brauche ich mehr Trimarane. Brauche ich aber erstmal mehr Rohstoffe für. Macht jetzt irgendwie Sinn. Ich brauche unbedingt mehr Carbon, um Trimarane produzieren zu können. Und dann brauche ich auch gleich mal Werkzeug und Bauzeug, nehme ich auch gleich mit. So viel nicht eigentlich. Hauptsächlich brauche ich Carbon. Wo ist es denn? Carbon. Es kommt jetzt alles schön rüber nach Senet. Da können wir das da produzieren, das Zeug. Ineffizient. Ist eigentlich völlig sinnfrei, weil ich eigentlich auf Sorntan auch einfach eine Werft bauen könnte, aber da habe ich jetzt keinen Bock zu. Einfach weil Baum. Ich baue mal ein paar noch. So viele wie möglich. Mal schauen, wie viel er hinbekommt. Oh, ich muss ja noch 20 Tonnen Biopolymer liefern. Ist jetzt ein bisschen chaotisch hier mit dem Aufbauen. Und ich weiß wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder absolut nicht mehr, wo ich war. Deshalb sollte ich das jetzt vielleicht irgendwie in den nächsten 5 Minuten noch abschließen, bevor ich die Aufnahme beende. Oder ich nehme einfach länger auf, je nachdem. Ich habe ja jetzt Zeit, ich habe Ferien. Biopolymer haben wir gar nicht. Was zum Teufel? 20 Tonnen. Haben wir gar kein Biopolymer? Das ist natürlich jetzt super. Haben wir vielleicht einen Sorntan-Überschuss? Müssten wir eigentlich haben. 20 Tonnen Biopolymer, du Scheiße. Ineffizient. Das wird übrigens keine ziemlich Waren knapp. Verfügbar. Der Wissenschaftsrat hat großes Interesse daran, die Feinde von SAAT in ihre Schranken zu verweisen. Klappe bitte. Im Konto muss ich das zur Verfügung stellen. Das können wir machen. Hiro Ibashi einstellen. Was zum? Ich handle doch eh nicht mit dem. Komisch. Forderungen haben die manchmal. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder Rohstoffe. Wo ist denn mein Standby-Schiff hier? Was brauche ich denn eigentlich? Alles. Na toll. Was das auch an Rohstoffen kostet, die Bio... die Pillenproduktion hier. Ist echt schlimm. So, brauche ich Bauzellen da drüben noch?
Ja, auch. Okay. Aber da brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel von Bauzellen. Hauptsächlich Stahl. Mache ich mal eine Ladekammer Werkzeug weniger. Nehme lieber noch zwei Ladekammern Beton mit. Das brauche ich dringender hier. So, und jetzt müsste eigentlich... Konntest du etwas? Niemand hätte das. So, abgeschlossen. Wunderbar. Für eine Stunde muss ich jetzt den Handel mit Hiro Ebashi einstellen. Ja, das ist natürlich cool. Ha, ich handle sowieso nicht mit dem, also insofern. So, das kann mal weg. Registriere neues Fahrzeug. Können wir gleich die Route bemannen eigentlich mit einem Schiff, auch wenn momentan noch nichts transportiert wird natürlich. Das ist ja klar. Aber das wird wahrscheinlich bald so sein. Und überhaupt würde ich hier gerne noch eine Ladekammer füllen, mehr ausladen. Ineffizient. Keine Waren. Schnauze! Mein Gott. Und dann brauche ich hier nur noch die entsprechende Anzahl an Pillenproduktionen. Aber die Algen habe ich ja sowieso hier auch, also das geht ja. Habe ich ja genügend. Muss ich mir keine Sorgen machen momentan. Falsche Insel. Jetzt brauche ich aber erstmal hier mehr von denen. Ich verdoppel die Anzahl jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir eh keine Rohstoffe mehr. War irgendwie klar. Da kommen aber schon noch mehr hin wahrscheinlich. Kann ich denn schon... Ökobilanz? Nein, natürlich nicht. Fallen. Oh shit, ist die Ökobilanz hier niedrig. Da muss ich unbedingt was machen. Kann ich mir denn zufällig einen Ozonmaker leisten? Nein, weil ich kein Werkzeug habe. Da muss ich mich also in der nächsten Folge drum kümmern. Sekunde. So. Sekunde. Ich schreibe mir das nur mal auf, sonst vergesse ich das wieder. Ihr kennt das ja bestimmt von selber, wenn ihr spielt, dass ich das... Oder ich kann... Es kann auch einfach nur sein, dass ich ein absolut grottenschlechtes Gedächtnis habe, das ist natürlich klar. Und hier hinten muss ich auch noch irgendwie irgendwas sorgen. Fahrzeug fertiggestellt. Das muss ich mir auch noch aufschreiben. Sekunde. Das ist nämlich noch so ein Problem, weil wir jetzt wahrscheinlich eine fette Überproduktion haben, die uns überhaupt nichts bringt. Weil wir ja... Ja, und so, ne? Seht ihr ja hier. Wir haben übelst zu viel Gemüse, übelst zu viel Fleisch. Übelst... Warum habe ich übelst zu viel Fleisch? Das geht mir jetzt gerade nicht ein. Naja, wenn wir zu viel Fleisch haben, dann reißen wir ein bisschen Fleisch wieder ab, ne? Habe ich auch kein Problem mit. So ist das jetzt nicht. Da bin ich nicht klein, bin ich nicht so kleinlich. Aber wir haben jetzt natürlich keine reale Möglichkeit, um das ganzen Teigwaren hier zu verarbeiten. Das ist ja gerade das Problem, was ich habe. Das ist auch noch Fleisch, was zum Teufel. Ich wundere mich nicht, dass ich so einen übelsten Überschuss habe, wenn hier alles voller Fleischproduktionen ist. Das ist echt schlimm, was ich hier mache. So, das müssen wir erhalten. Wunderbar. Ist ja doch wieder einiges passiert hier jetzt, muss ich sagen. Also ich bin ganz zufrieden mit Fortschritten momentan. Jetzt kommt hier natürlich nochmal meine sinnlose Eco-Baum-Deko. Eco-Baum-Deko, cool. Das reimt sich sogar noch. Es muss ja auch ein bisschen schön aussehen hier, ne? Wir sind ja Ecos. Wirtschaftlichkeit ist dann auch nicht alles, sage ich mal. Das sind ja die Tycoons dieser Meinung. Ist in der Realität genauso. Gibt ja grundsätzlich auch immer diese... Auch wenn sie natürlich nicht so heißen und nicht so organisiert sind wie hier. Aber es gibt da grundsätzlich auch immer diese zwei Meinungsgruppen, sage ich mal, in Deutschland. Oder allgemein weltweit, sage ich mal. Das ist ja ganz klar. Ich bin auch in der Realität mehr so auf der liberalen, auf der Eco-Seite und was weiß ich alles, was es da so gibt. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon wieder fast eine Stunde aufgenommen haben, mache ich jetzt einen Cut. Und man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, Servus.